schön bleiben. Schwimm schon mal vor. Oha, da kommt's. Ah, der Mast. Haben wir auf den Mast nicht aufgepasst, weil wir vorgeschoben sind. Sorry, ich wollte ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen Landschaft schon mal vorausschwimmen. Ich komme schon reparieren. Ich hoffe, wir können das Ding dann irgendwo noch auftanken, den Herzbrenner. Weil er hat einen Füllstand. Also, als ob das Ding schon wieder zum Prozent gebracht hat. Nur kurz experimentell mal was versuchen. Wir haben nicht mehr viel Ladung in Schweißbanne. Da sollten wir vorsichtig mit umgehen. Aha, hier ist was im Weg. Ich habe heute wieder eine Kiste. Die Demo, das Demo, das Test gesehen haben, dann kommt das hier seltsam bekannt vor. War ja ein Ausschnitt aus der Vollversion. Okay, jetzt haben wir hier die Dampfmotive. Wir wissen inzwischen, wie es zu benutzen ist. Feuer. Errungenschaft freigeschaltet. Vorwärts. Oder auch nicht. Hier gibt es Zeug, was ich mal anhänge. Dass man das sich so transportieren. Bin schnell genug. Noch was wir mitnehmen können. Kein weiteres Paket. Stuhl können wir auch nicht mitnehmen. Na dann. Jetzt haben wir eine Ladung im Boot. Jetzt können wir wieder volle Möhre. Diesmal weiß ich sogar, was zu tun ist. Und die Demo-Version
Habe ich da ein bisschen viel gebraucht, um das zu schnellen. So. Und da war ein Hänger. Ist so noch ein bisschen Restenergie. Bevor wir das nächste verfeuern müssen. Auf der Lok ist die Ware, die wir uns liefern müssen. Auf dem Wagen hinten, nicht auf der Lok. So ein Lokführer 2G on the way. Das hier mit reinzunehmen. Vergessen wir dann nun, das wieder mit runterzunehmen oder? Und wie läuft's? So, erstmal hier auf den blauen Knopf drücken. Missionenknopf. Und eingestöpselt. Ach, da können wir jetzt lang. Okay, dann sollten wir mal die Sachen mitnehmen. Das wäre nicht schlecht. Ein bisschen Treibstoff. Ja, du kannst dich aus. Ausdampfen. Bisschen Treibstoff mitnehmen. Das schadet echt nicht. Später werden wir es uns danken, dass wir das mitgenommen haben. So. Nein! Noch nicht selbst runter. Okay, das hängt fest. Das Wichtigste liegt doch noch hier oben. Die Dampflok soll hier kein Antriebszeug mehr haben, falls wer anders kommt. Jo. Stapelzeugs. Mal zur Seite. Dann musst du mal auf den Knopf drauf, den jetzt alles gefallen ist.
Errungenschaft recherchiert, feuriges Herz. Jawohl, dann werden das Herz der Maschine, den Kern freigeschaltet. Luftkissen. Paddel oder Ruder. Bringen den Treibstoff runter. Den brauche ich eigentlich oben. Da steht auch noch ein Treibstofftank, der kann auch ruhig stehen. Wenn wir das, den werden wir da brauchen. Erstmal ein bisschen sortieren. Lageristik. Stunden später. Ja, und wir lassen uns hier heute Zeit. Ganz in Ruhe. Ein Blumentopf. Den Blumentopf irgendwo an sicheren Ort stellen. Wo wir nicht aus Versehen verheizen. Vielleicht. Können wir raustauchen. Hurra. Und wieder rein. Und die Maschine dampft. Bringe Zeugs rein. Ist noch Halterung. Damit wir reich beladen hier. Mit Treibstoff gleich auf loslegen können. Das Abenteuer. Was in Gang gebracht. Das war erst gleich meine Absicht, nachdem wir das letzte Päckchen untergebracht haben. Hier geht es nach unten. So, dann wollen wir mal. Hier ist noch voll. Dann mal volle Pulle vorwärts. Von dem blauen Bereich. Vorwärts. Feuerwehr.
Haben das Feuer gelöscht. Brillant. Und war wohl auch ein Achievement. Umputzelt. Wo ist das Dampf? So wird es sein. Also Segel hissen. Zieh fest das Segel an. So. Volle Fahrt voraus. Müssen wir mal ein bisschen kühlen. Da oben müssen wir mal für ein bisschen Wind sorgen. Wenn ich nur von mit Kohle und schlechten Energien fahren. Und schneller fahren können. Wind hier? Scheinbar keiner. Alle ganz nachgefüllt. Und weiter geht's. Okay. Und nun? Das Radar zeigt etwas an in der Nähe. Müssen wir mal gucken, was denn hier befindet. Können wir den Notschalter ziehen und sagen aus? Dann können wir mal weiter anfeuern. Nein! Hier können wir sagen aus. Fels. Wir können das Feuer löschen. Jetzt kommt zur Ruhe. Hier hat die Demo aufgehört an der Stelle. Schon ein bisschen vorher. Hier sind wir jetzt blind im Abenteuer. Okay, den haben wir da nicht durchgekriegt. Dann nehmen wir sie von unten rein. Oha, Licht. Licht ins Dunkle bringen. Hier können wir was tun. Oha.
oder so bekommen. Von den Milben, was du vielleicht auch mal aufsammeln. Saugmaschine haben wir hier noch nicht. Gut, ich glaube, wir können weiter. Das Ding hier in Betrieb zu halten. Können wir denn weiter? Müssten wir eigentlich können. Ach, wir stehen auf Stehen. Volle Kraft voraus. Sachen unter uns, die gezeigt werden. Okay, versuchen wir die Säge ein bisschen aufzuspannen. Dass wir da vielleicht noch ein bisschen Windunterstützung kriegen. Wind in den Segeln wäre noch wäre sehr schön. Ist wohl gerade nicht. Das war erstmal Kohlezeitalter. Die Maschine mit Dampf antreiben. Und es sieht nach Wind aus. Man macht es von selbst. Na dann mal Turbo. Er kratzt gegen den Felsen. Nicht schön. Aber hier kommen wir jetzt mal Turbo. Aber ja. Es gibt das Schiff zum Stehen. Natürlich habe ich da unten nichts dran gehangen. Wir brauchen bald mal auch wieder Nachschub. Entweder sammeln wir es auf oder umläuft es mir gerade holprig ab. Haben wir Tank nachgefüllt. Mal um das Segel reparieren. Fährst du nicht ohne mich weiter? Ich fahre hier mal ins Loch. Ich sollte oben stehen, die Maschine des Dampfdings. Das Reparaturset.
Vielleicht später noch brauchen, aber noch unten brauchen, aber ja. Das ist jetzt das schon mal das gute Feuer. Oder auch nicht. Auf der Sandbank und dann schon überschwemmt. Oh, das sieht nicht gut aus. Hat uns die Maschine zerrissen. Das sieht ganz so aus. Die kleinen Überreste der Maschine. Ich hoffe, wir finden eine neue, weil es ist erst der Anfang. Im ersten Teil hatten wir am Ende so eine Verschrottung. Alles kaputt hier und wir haben kein Reparaturset. Das ist schlecht. Ja, dann muss ich wohl mal eine Pause machen. Eine kurze Streampause machen. Mir in der Streampause mal überlegen, wie wir das hier anstellen. Wie wir die Maschine weiterbringen. Joa.